Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie können Veränderungen leicht gehen? Also wie kommt ihr zu der Veränderung? Natürlich ist es toll, sich ganz, ganz viele YouTube-Videos anzugucken, Bücher zu lesen und Podcasts zu hören. Aber der ultimative Transformationsschritt ist es dann doch, in den direkten Kontakt mit jemandem zu gehen. Mit jemandem, der dir zuhört, der die Probleme aufdeckt, einfach durch die richtigen Fragen, der dir Übungen an die Hand gibt, der dir Impulse gibt zum Nachdenken, um dann wirklich deine persönliche Veränderung zu erreichen. Denn das, was du liest und was du dir ansiehst, das ist natürlich sehr, sehr allgemein gehalten. Aber es geht um deine individuelle Situation, um dich als Person. Und da muss man dann einfach in den 1:1-Austausch gehen, um einfach tiefer blicken zu können. Und das können wir zum Beispiel in einem Coaching mit mir machen. Bei den Müttern, die ich halt in den ganzen Monaten jetzt begleiten durfte, habe ich wirklich festgestellt, dass das der allerschnellste Weg ist. Da erreichen wir wirklich innerhalb von einer Stunde ganz, ganz starke Veränderungen. Wenn du dir im Gegensatz eine Stunde ein Buch durchlesen würdest, da kommst du nicht weit. Was schafft man in einer Stunde? 30, 40 Seiten. Und dann hast du noch nicht viel erreicht. Also das ist wirklich für mich die Erfahrung, die ich machen durfte, ich persönlich als jemand, der auch gecoacht wird, aber auch als Coach mit meinen Mamas, der allerschnellste Weg zur Veränderung. Diese Interaktion, diese persönliche Zusammenarbeit, das ist einfach unglaublich wertvoll. Und da kommen natürlich Ängste hoch und da kommen auch Unsicherheiten hoch. Wie funktioniert das? Wie sieht das aus? Da ist man schon gleich wieder blockiert, weil man das Ganze einfach nicht kennt. Und deswegen habe ich heute dieses folgende Video für euch vorbereitet. Ich habe vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen, auf die ich gerne eingehen möchte und aufgrund dessen dieses Video entstanden ist. Hallo liebe Julia, vielen Dank dafür, dass du uns so viel Content und Impulse kostenlos zur Verfügung stellst. Ich habe zwar eine grobe Vorstellung, wie viel Arbeit und auch Herzblut darin steckt, aber wahrscheinlich unterschätze ich das Ganze trotzdem. Mit deinen Impulsen konnte ich mich schon sehr stark weiterentwickeln. Vielen Dank dafür. Du betonst zwar immer, dass die Inhalte, die du hier zur Verfügung stellst, weiterhin kostenlos sind. Das war jetzt eine Nachricht bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen. Aber ich wollte dir heute mal das Feedback geben, dass ich durchaus auch bereit wäre, dafür zu zahlen. Vielleicht geht es nicht nur mir so. Und da ging es dann halt in der Nachricht weiter, dass sie halt deswegen noch nicht wirklich etwas bei mir gebucht hat, weil sie unsicher ist, wie das Ganze abläuft, wie das funktioniert, was so der technische Aspekt ist, wie das einfach technisch funktioniert, das Coaching bei mir. Und deswegen gibt es dieses kleine Video heute. Also, ihr kennt meinen YouTube-Kanal, ihr kennt Instagram, da kennt ihr mich als Frau Farbenfroh. Diesen Content, den ich euch dort biete, bekommt ihr ausschließlich kostenlos von mir. Und er ist auch gespickt mit meinem ganz normalen Mama-Alltag. Denn das bin ich nun mal vorrangig, Mama von zwei Kindern. Dann gibt es meine WhatsApp-Coaching-Impulse. Auch die sind völlig kostenlos. Da gibt es aber wirklich reinen Coaching-Input. Da gibt es Übungen, da gibt es Meditation, da gibt es manchmal so Sachen einfach mal zum Umdenken. Und dort finden eigentlich auch alle meine Challenges, an denen ihr aktiv teilnehmen könnt, statt. Und dann gibt es noch den großen Bereich meiner Produkte. Das heißt mein E-Book, von dem ich ja gerade eine zweite Auflage schreibe und auch ein Hörbuch aufnehme. Das Kinderbuch mit den Entspannungsgeschichten, wo es auch ein Hörbuch bald dazu geben wird. Und meine Audiokurse. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, den ich euch zeigen möchte. Meine Audiokurse. Da möchte ich euch jetzt kurz einmal einblenden, wie das Ganze dann aussieht, wenn ihr das bestellt habt. Wie das bei euch ankommt und wie ihr dann damit arbeiten könnt. Also wenn ihr auf meiner Webseite seid, www.frau-farbenfroh.com, geht ihr hier drüben auf Produkte und dann auf Audiokurse. Und dann öffnet sich hier unten nochmal ein erklärendes Video. Und dann seht ihr hier meine vier Audiokurse. Nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Meditieren lernen für Einsteiger, dann öffnet sich nochmal eine extra Seite für jeden Audiokurs, wo nochmal alles beschrieben ist. Und dann geht ihr hier einfach auf Download. Dort werdet ihr dann zu PayPal weitergeleitet und da beginnt dann der Bestellvorgang. Wenn ihr kein PayPal habt, dann schreibt mich einfach an, dann könnt ihr das Ganze auch überweisen.
Und wenn ihr dann über PayPal bezahlen fertig seid, bekommt ihr einen Download-Link. Und dann, wenn ihr euch das dann runtergeladen habt, habt ihr diesen Ordner hier mit 15 Audiodateien, einem erklärenden Bild zur Mediflexion, was hier Kapitel 12 und 13 ist, sowie eine Gebrauchsanweisung nochmal, wie der ganze Audiokurs funktioniert und das PDF zum Audiokurs. Das können wir uns ja nochmal zusammen angucken. Das PDF sieht bei diesem Audiokurs zum Beispiel so aus, könnt ihr euch dann auch ausdrucken. Das sind jetzt hier in dem Fall 6 Seiten. Da ist dann nochmal zu meinen Gästen, die ich zum Beispiel hatte, noch ein bisschen was. Empfehlungen zu YouTube-Kanälen in dem Fall, wo ich euch wirklich die Meditation sehr empfehlen kann. Genau. Bei anderen gibt es dann wirklich Workbooks, wo ihr die Übungen, die ich beschreibe, in den Audiodateien nochmal habt und dort mitmachen könnt. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, wie das bei den Audiokursen aussieht. Und dann gibt es ja noch mein Gruppencoaching-Programm. Und wenn ihr beim Gruppencoaching teilnehmt, da kommt ihr dann sozusagen in den Inner Circle bei mir. Dann seid ihr Teil meines Mama-Coaching-Programmes. Und die Gruppencoachings haben ja immer ein Monatsthema. Also ein Gruppencoaching läuft immer über einen Monat, über 4 Wochen. Und wir haben da immer ein Thema zusammen. Jetzt im Februar war es zum Beispiel, blockierende Glaubenssätze aufzudecken und neue positive Glaubenssätze zu erschaffen und das Unterbewusstsein damit zu füttern. Und es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und beim Gruppencoaching läuft es so ab, dass wir über WhatsApp kommunizieren. Es gibt da eine Gruppe, damit die Mamas sich gegenseitig unterstützen können, was ich sehr schön finde. Aber jeder Einzelne hat natürlich auch die Möglichkeit, mich einfach direkt anzuschreiben, weil man einfach nicht alles mit allen teilen möchte. Und da ist es, und in dieser WhatsApp-Gruppe teile ich einfach immer die Übungen für den jeweiligen Tag, die es zu tun gibt. Es gibt nicht jeden Tag eine Übung, da ist auch jeder ganz frei, wann er das machen möchte. Und wenn ihr dann Schwierigkeiten bei den Übungen habt oder wenn ihr sagt, boah, durch diese Übungen habe ich jetzt, da geht es mir gerade nicht so gut, kannst du mir irgendwie helfen? Dann kann man sich immer direkt an mich wenden über WhatsApp und dann gebe ich da immer noch weiterführende Übungen, was ihr machen könnt oder helfe euch einfach mal mit aufbauenden Worten oder einem Umdenken. Und dann sehen wir uns darüber hinaus 2-mal im Monat während des Gruppencoachings live. Und wie das aussieht, das zeige ich euch mal jetzt. So sieht das dann zum Beispiel aus, wenn wir uns live über Zoom 2-mal in diesem Monat treffen. Und erst wenn ihr einmal an so einem Gruppencoaching teilgenommen habt, dann habt ihr Zugang zu meinen anderen Coaching-Möglichkeiten, nämlich zum Einzelcoaching, zur Teilnahme an der Mama-Auszeit und dann habt ihr auch vergünstigte Möglichkeiten, wenn ihr dann weitere Gruppencoachings von mir bucht. Aber der Eintritt ist immer erst eine Teilnahme an einem Gruppencoaching und erst dann bekommt ihr Zugriff auf alle anderen Coaching-Angebote von mir. Ich hoffe, ich konnte damit einige eurer Fragen beantworten. Wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr die jetzt sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren stellen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!